Hallo Leute, ich bin TS Adi. Ich mache jetzt für German Nerdy Reviews ein Video. Ja, und jetzt kommt erstmal das Intro. Ja, hi. Wie schon angekündigt, das versprochene Video. Ja, Hoodie Nerd. Der Schöpfer sozusagen von German Nerd Reviews hat ja irgendwie was mit Buchvorstellungen gesagt, mit Let's Plays, mit einfach ja Reviews, mit DVDs, alles einmal, die ganze Palette. Ja, ich mache irgendwann mal so Let's Plays, da ich auch momentan keine Zeit für finde, wollte ich einen kleinen Lückenfüller machen. Und zwar in dem Genre Horror. Und zwar ein Horrorbuch. Ja, es ist mal etwas anderes, und zwar, es ist das Buch ohne Namen. Ich weiß, der Titel ist geil, also für mich jedenfalls. Ich habe damals im Laden, habe ich es gesehen und dachte, boah, geil, das Buch ohne Namen, klingt ja schon mal geil. Und auch noch von einem anonymen Autor, also Anonymous steht hier unten. Ja, und dann habe ich mir halt damals die Rückseite angeguckt und war sofort fasziniert, nämlich, da steht, jeder, der dieses Buch liest, stirbt, aber nur wer... Aber, nee, doch nur wer es liest, weiß warum. Ja, habe ich gedacht damals, ja, klingt schon mal richtig geil. Ja, war auch so, weil das Buch ist richtig cool. Es ist Horror, es ist Science Fiction, Fantasy und es ist Action. Eine geballte Ladung Action, weil es fließt Blut wie in manchen Splatterfilmen. Und es ist halt richtig geil geschrieben worden. Also das, wer jetzt auch Lesemuffel ist, wie zum Beispiel mein Kumpel Cranky. Ja, aber der fand das Buch auch gut, habe ich ihm mal ausgeliehen. Und ja, es ist halt, geht um einen Typen, um einen Killer, heißt The Bourbon Kid, wieder, keine Ahnung, irgend so ein alkoholisches Getränk, der halt auf der Suche ist nach so einer Bar, nach so einem Stein und dort halt auf der Suche hin alle Leute umbringt, die ihm in den Weg kommen. Ja, das Buch ist einfach klasse geschrieben, es schlüpft immer mal wieder in andere Charaktere rein, die dann halt meistens sterben nach einiger Zeit. Ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern. Ja, das Buch kostet momentan, also ich habe es damals für 16,95 bekommen, ja, das ist glaube ich auch noch der Preis bei Amazon, habe ich vorhin mal nachgeguckt. Ja, es ist schon etwas mehr, dafür könnt ihr euch locker 2-3 DVDs kaufen normalerweise oder mal ein, zwei gute. Ja, aber investiert das Geld, wenn ihr Lust habt, wenn ihr gern lest. Auch, es ist auch für Anfänger interessant, weil es halt richtig spannend geschrieben ist. Die Story ist cool. Ja, es gibt auch noch einen zweiten Teil. Der knüpft sich nahtlos an das Ende vom ersten Teil ran. Es ist auch ziemlich cool, habe ich auch. Vielleicht kommt dazu irgendwann mal was. Aber jetzt war es das erstmal. Das Buch ohne Namen. Sollte man sich unbedingt mal angeguckt haben.